Ja, willkommen, ihr Helden des Abwassers da draußen, zu einer neuen Folge vom Abwassertalk. Mensch, Daniel, wie geht's dir? Super, super, super gut. Ja, auch von meiner Seite aus herzlich willkommen. Für mich ist der Tag heute schon ziemlich lang, Klaus. Ich bin schon seit um 5 unterwegs gewesen. Also von daher, ich bin jetzt, wenn ich jetzt ein bisschen irgendwie Wortfindungsstörung habe, dann liegt das an meiner Konzentrationsschwäche, weil ich schon so früh aufgestanden bin und jetzt fertig bin. Ja, ihr müsst wissen, es ist jetzt bei uns total fit aus. Bei uns ist es jetzt 17.15 Uhr. Ich habe schön ausgeschlafen heute früh. Gestern Abend die Kids um 19 Uhr ins Bett gebracht und gleich mit eingeschlafen. Deswegen hast du mich gestern noch nicht mehr erreicht. Mann. Ich bin fit. Meine Frau hatte halt gestern Party von ihrer Firma. Und ja, dann hat sie bis um eins irgendwie Firmenparty gehabt und ich habe mir einen schönen Abend gemacht. Das war ganz cool. Einen schönen schlafenden Abend, oder was? Ja. Schön, heute ich war sogar noch lange auf, also von daher. Naja. Heute war ich nur hier im Büro und heute für auf der Stuttgarter Kläranlage nochmal heute früh, aber sonst nur im Büro und ja. Ich war heute auf der Kläranlage in Burg, also in Blumenthal bei Burg. Okay. Ja. Und was war da los? Indirekt Anleiter-Thema. Ach so. Da gibt es ja auch mit der Kläranlage zu tun. Haben wir das schon auf der Stuttgarter Kläranlage gemacht? Ach, Geruchsthemen, wie immer. Ach so, okay. Die haben wir natürlich schon gelöst. Keine Probleme dort. Alles gut. Naja, ist okay. Wir haben heute ein anderes Thema, Daniel. Unser okay. Thema heute ist Digitalisierung nochmal. Und zwar durften wir, weil wir so einen tollen Abwassertalk machen, oder durfte ich einen kleinen Beitrag machen beim Kompetenzzentrum. Jetzt müsst ihr mir kurz helfen. Jetzt müssen wir unsere Gäste gleich reinholen. Sonst sage ich es falsch und dann sind die beiden sauer. Wir haben zwei Gäste heute vom aus NRW. Die Frau Dr. Ulrike Düwe, ne, ist richtig. Und den Stefan Schulte. Stellt euch doch mal vor, wo seid ihr her und wo dürft ihr euch bei euch vortragen, bevor ich es nachher falsch sage. Ja. Erstmal herzlichen Dank, dass wir hier bei euch auch mitsprechen dürfen. Du durftest vortragen beim Kompetenzzentrum Digitale Wasserwirtschaft, genau in Nordrhein-Westfalen. Ja, mein Name ist Ulrike Düwel. Ich finde auch das andere Thema, was gerade angeschnitten worden ist, ganz interessant. Also meine Vergangenheit liegt im Prinzip in der staatlichen Umweltverwaltung. Ich war lange tätig bei staatlichen Umweltämtern und auch beim Landesumweltamt im Bereich Labor, Abwasserüberwachung. Also insoweit freue mich über jede Nachricht, die sagt, wir haben alles im Griff mit dem Geruch und auch mit der Abwassereinleitung. Ich bin gewechselt, also nach der Arbeit in den staatlichen Umweltämtern war ich dann im Umweltministerium in Nordrhein-Westfalen tätig. Ich habe da Wasserrahmenrichtlinien mit eingeführt. Ja, 2000 ging es los mit der Wasserrahmenrichtlinie, ist ja auch mal Bestandsaufnahme, erster Bewirtschaftungsplan, waren meine großen Themen. Danach bin ich dann mit der Aufgabe Zukunftsfragen der Wasserwirtschaft im Ministerium betraut worden und habe da das Thema Digitalisierung für die Wasserwirtschaft mitgenommen in das Kompetenzzentrum Digitale Wasserwirtschaft. Mhm. So, und jetzt danke erstmal, Ulrike. Die gewaltige Fachkompetenz. Wir gehen da noch tiefer drauf ein, glaube ich. Und da sind auch bestimmt viel zu erzählen. Jetzt muss der Stefan sich noch vorstellen. Genau, ich hoffe, ich bin mittlerweile gut zu hören, auf jeden Fall. Oder? Jetzt ist super. Ja, perfekt, super. Dann habe ich die anfänglichen Schwierigkeiten überwunden. Genau, ich bin der Stefan Schulte. Ich bin Mitarbeiter beim Kompetenzzentrum Digitale Wasserwirtschaft. Und ich komme ursprünglich aus Ahaus. Das ist in Münsterland. Weiß nicht, ob euch das was sagt. Aber ich habe mal gelernt, man soll einfach den glorreichen Namen seines Heimatdorfs sozusagen einfach raushauen, auch wenn man Gefahr läuft, das vielleicht nicht alle kennen. Genau, ich hatte dann ursprünglich mal angefangen, Maschinenbau zu studieren. Daniel hatte vorhin gesagt, du warst heute bei Burg, also Burg bei Magdeburg, oder? Genau, ja. Das kenne ich nämlich, weil ich habe eine Zeit lang da in Magdeburg Maschinenbau studiert, hatte mich da immer sehr für Industrie 4.0 interessiert und das hatte sich dann immer mehr so entwickelt, sodass ich dann gewechselt habe zur Informatik. Das habe ich dann allerdings an der TU Dortmund studiert und da hatte ich aber dann weiterhin immer den Fokus gelegt auf die Schnittstelle von Maschinenbau und Informatik und hatte meine Bachelorarbeit zum Beispiel dann auch über selektives Laserschmelzen geschrieben. Das ist so eine Art 3D-Druck mit Metall. Genau. Da kann man sich vorstellen, wie so ein
Kann man sich vorstellen, ist das das mit den, wo dir so Metallstaub und dann haut man mit dem Laser da rein und dann... Genau, ja, im Grunde genommen hast du einfach immer eine Schicht Metallstaub, dann kommt ein Laser, die schmilzt das dann halt an den Stellen, an denen du das vorher programmiert hast und dann kommt eine neue Schicht Staub und ja, dann hast du schichtweise dann am Ende dein Bauteil aus Metall, was natürlich ganz nett ist. Genau, ja, auf jeden Fall wollte ich dann immer weiter auf jeden Fall interdisziplinär arbeiten und deswegen hat sich das beim KDW für mich ergeben. Das ist eigentlich für mich ein super Job, weil ich bin halt nicht so ein Spezialist, ich bin eher so ein Generalist und dadurch, dass beim KDW habe ich so sehr vielfältige Tätigkeiten und versuche auch so ein bisschen das von der Industrie 4.0 so auf Wasserwirtschaft 4.0 zu übertragen. Und genau deswegen so auf die Art und Weise bin ich dann beim KDW gelandet. Okay. Ja, ich bin zu euch gekommen. Also erstmal schön, dass wir uns da kennengelernt haben. Ja, herzlich willkommen. Darf ich an der Stelle nochmal gleich einen Witz machen? Okay. Ich habe ja in Berlin studiert und da ist das KDW was anderes. Wer weiß das aus der Runde? Das wissen wir wohl. Okay, super. Lassen wir das einfach mal offen. Wie oft kommt der Witz am Tag? Ulrike, schon ein paar Mal, ne? Ich hab's auch schon zweimal intern gehört, wo ich gesagt habe, ich habe beim KDW einen Vortrag gehalten und dann sage ich gesagt, und das warst du auch gleich einkaufen. Das ist so schlecht. Ja, es ist schlecht, aber es kommt wahrscheinlich öfter mal vor. Ja, wir hatten auch das Problem tatsächlich mit dem Firmennamen. Wir hätten uns gerne auch offiziell KDW genannt und das ging aber nicht, weil wir schreiben uns anders als das KDW in Berlin, aber das ist natürlich ein sehr besetzter Name und deshalb heißen wir nur inoffiziell KDW und aber ist natürlich trotzdem... Wie heißt ihr dann offiziell? Kompetenzzentrum Digitale Wasserwirtschaft. So, ihr dürft das nicht abkürzen dann? Genau, wer auf unsere Website will, muss leider viel tippen. Aber ich denke, ihr speichert uns alle ein. So, und die Webseite heißt wie? Dann sag's gleich, du musst es ausschreiben, ja? Ja, genau. Oder als Favorit abspeichern. Mhm, okay. Als Favorit, das ist vielleicht sogar dann besser. Dann müssen die, wenn die öfter mal mit euch zu tun haben, dann muss man gleich als Favorit. Ich habe es gemacht, weil ich jetzt mehr zu tun hatte mit euch. Und zwar habt ihr unseren Podcast gehört. Und gesagt, die sind so digitalisiert, affin und so. Und dann durfte ich bei euch einen Vortrag halten über was total Abgehobenes, AI, also KI im Kanalnetz. Ich weiß beim englischen Begriff AI, okay. KI im Kanalnetz. Und das hat richtig Spaß gemacht. Ihr habt da so einen Early Bird, habt ihr da gemacht. Und nennt ihr das? Könnt ihr ja mal erklären, was das ist? Vielleicht. Ich könnte vielleicht kurz reingrätschen und vielleicht ein paar Worte generell zum KDW. Das kommt danach. Sag mal erstmal, was der Early Bird ist. Und danach gehen wir kurz aufs KDW dann ein. Das ist so der Übergang. Also jetzt an der Stelle könnte ich übrigens auch wieder einen Witz machen, weil Early Bird gab es auch im Studium. Aber naja, machen wir erstmal weiter. Okay, gut. Und da warst du nicht dabei, ne? Nein. Also ihr macht dann immer so eine Runde für interessierte Leute, die interessiert, was ihr da so macht mit Digitalisierung. Und so bin ich zu euch gekommen. Da durfte ich einen kleinen Vortrag halten. Und dann habe ich halt kennengelernt, was das KDW ist. Jetzt erklärt mal, was das KDW ist. Wer auch immer. Stefan. Also genau, also das KDW, wie eingangs schon gesagt, Kompetenzzentrum Digitale Wasserwirtschaft. Das ist eine gemeinnützige GmbH und wir haben den Auftrag, die Digitalisierung in der Wasserwirtschaft im Land Nordrhein-Westfalen. Aber wir machen das einfach mal auch generell für die anderen Länder so ein bisschen mit, weil die haben sowas noch nicht, netterweise von uns. Und genau, da treiben wir die Digitalisierung voran. Und bei Kompetenzzentrum, da könnte man jetzt natürlich denken, wir sind alle super kompetent und die Kompetenz ist nur bei uns, aber das der größte Teil der Kompetenz kommt eigentlich von den Mitarbeitenden und restlichen Menschen aus der Wasserwirtschaft selbst, weil wir betreiben im Grunde genommen hauptsächlich halt Transfer und Vernetzung. Also wir bringen die Leute an den Tisch, bieten denen irgendwie einen Rahmen, dass die zum Beispiel, wenn die schon ein erfolgreiches Digitalisierungsprojekt durchgeführt haben, dann können die das bei uns vorstellen und andere dürfen sich das dann natürlich anschauen. Wenn sie zum Beispiel vorhaben, etwas Ähnliches umzusetzen, dann müssen die nicht jeder das Rad für sich selbst erfinden, sondern die kriegen dann eventuell schon den einen oder anderen Tipp, wie zum Beispiel, dass ein Rad am besten rund ist und möglichst leicht, aber dennoch stabil sein sollte, sodann, dass die halt nicht bei Null starten müssen. Und dafür bieten wir einfach den Rahmen und das machen wir halt
wie zum Beispiel auch mit den Early Birds, so da können, wie du das ja auch bei uns getan hast. Und also jetzt kommen wir nochmal zurück. Das Kompetenzzentrum, von wem wurde das gegründet? Also war das jetzt vom Land NRW? Gibt es da noch eine andere Vereinigung, die da mitwirkt? Oder wie ist das? Ich nehme uns da nochmal mit. Ja, da antworte ich vielleicht mal ganz gerne. Ich hatte eben gesagt, ich komme aus dem Umweltministerium und das Umweltministerium in Nordrhein-Westfalen, sprich das Land Nordrhein-Westfalen, ist der Hauptgeldgeber und auch Hauptgesellschafter. Wir sind also kein Förderprojekt, sondern das Land ist wirklich Gesellschafter des KDW, die ungefähr 68%, und der Rest des Geldes kommt aus der Wasserwirtschaftscommunity, von den großen Wasserunternehmen, die wir in Nordrhein-Westfalen haben. Wir haben ja das, ich sage mal, Alleinstellungsmerkmal, dass wir die sogenannten sondergesetzlichen Wasserverbände haben, also vorneweg die Emscher Genossenschaft, Ruhrverband, Nienegnesverband, Erfverband sind sicher als bekannte Namen. Und dann aber auch, und das ist auch eine Besonderheit von uns, nicht nur die Abwasserunternehmen, sondern auch Wasserversorgungsunternehmen. In NRW ist das jetzt zum Beispiel die Gelsenwasser AG und RWW, aber auch zum Beispiel die Rheinenergie mit der Sparte Wasser als großer Wasserversorger in Köln. Die Idee war da entstanden im Ministerium. Es gibt sehr, sehr viele Kompetenzzentren rund um die Digitalisierung. Wenn man sich da mal umschaut für Logistik, für Medienwirtschaft, für den Mittelstand, für Handwerk, gibt es Kompetenzzentren, die deutschlandweit gefördert sind von Wirtschaftsministerien. Die Wasserwirtschaft hat immer so den Nachteil, die wird vom Wirtschaftsministerium nicht gefördert. Und wir haben auch gesagt, ein Förderprojekt ist nicht das gleiche, wenn man es selbst macht. Das Umweltministerium hat ein großes Interesse daran, dass Digitalisierung bei den großen und vor allen Dingen bei den kleinen Unternehmen gut läuft, dass die Chancen wahrgenommen werden, die Risiken beherrscht werden. Und die großen Wasserwirtschaftsunternehmen haben natürlich auch ein Interesse daran, dass Digitalisierung zügig nach vorne geht, weil die nutzt die beste Lösung nichts, wenn die Kleinen nicht mitgehen können. Weil entscheidend tut hinter die Verordnung und das Regelwerk, und das basiert auf dem kleinsten Nenner. Also insoweit sind wir getragen im Wesentlichen vom Land und von den großen Wasserwirtschaftsplayern in Nordrhein-Westfalen. Aber der Auftrag geht ganz klar an alle, dass wir den Transfer auch an die kleinen Unternehmen bringen. Wir sind noch nicht auf NRW beschränkt, weil NRW ist gut, klar, aber es gibt auch sehr, sehr viele gute Ideen in anderen Bundesländern, in anderen Staaten. Merken wir auch, dass wir viel Zufluss bekommen aus der Schweiz, aus Österreich, aus Niedersachsen ist sehr stark bei uns dabei. Mhm. Und wer kann jetzt, gibt es auch noch so eine Art, ich kenne das ja von anderen Vereinigungen oder Kompetenzzentren, gibt es dann fördernde Mitglieder, also die sich auch von außen einkaufen können? Also nehmen wir jetzt einfach mal an, es gibt einen Abwasserverband in Mecklenburg-Vorpommern, könnte der sich aktiv dran beteiligen, um dann Leistungen in Anspruch zu nehmen? Oder wie erfolgt jetzt der Anspruch von Leistungen dann im Kompetenzzentrum selber? Ja, das ist tatsächlich, wir sind ja, wie Stefan sagte, gemeinnützig. Das war auch eine Grundprämisse. Wir haben eine Satzung, ganz kompliziert, juristisches Regelwerk. Ist ganz klar, das, was wir anbieten, ist offen, auch kostenfrei für alle, die interessiert sind. Das heißt, muss sich niemand bei uns einkaufen, ne, sondern das kann jeder bei uns mitmachen, mitschreiben. Wir hoffen da eigentlich so ein bisschen so ein Geben und Nehmen. Also wäre unschön, wenn einer nur konsumiert, also unsere Vorträge hört und nie was selbst einen Input gibt. Und das ist es soll ein fairer Austausch sein, der findet so weit statt, wie er stattfinden kann. Aber wir freuen uns auf jeden, wenn einer sagt, okay, ich möchte euch mitfinanzieren, wir schicken euch eine Spende oder ich mache eine Vereinbarung mit euch, dann sind wir stärker, dann können wir noch mehr leisten. Aber es geht nicht darum, dass wir einen Vortrag bezahlen lassen. Also haben wir auch einen klaren Vorteil gegenüber den Fachverbänden im Moment. Okay, und euch gibt es jetzt wie lange? Uns gibt es seit August 2020. Also Corona. Voll Corona, genau. Voll im Corona-Tal gelandet, leider. Okay. Und also, was macht ihr jetzt so? Was außer Early Birds, wo alle, jeden zweiten, oder? Nee, das ist Donnerstag, das ist die Regel. Welcher Donnerstag? Das hängt ein bisschen davon ab, wie auch Referenten und Referentinnen Zeit haben. Ne? Also ich glaube tatsächlich, dass Corona ein Stück weit, also so doof das klingt, auch uns ein bisschen geholfen hat, weil die Leute waren dann weniger auf Präsenzveranstaltungen und haben dann eher auch so geguckt, was wird denn virtuell angeboten. Und die meisten unserer Veranstaltungen sind virtuell. Und deswegen hatten wir, glaube ich, vielleicht dadurch ja auch den ein oder anderen Teilnehmer oder Teilnehmerin mehr
bei unseren Veranstaltungen. Deswegen, also das hat vielleicht ein bisschen wie so ein Katalysator gewirkt. Mhm. Deswegen, also natürlich doofe Geschichte mit Corona, aber in dem Fall war es vielleicht für uns gar nicht das Schlechteste sozusagen. Mhm. Okay. Jetzt beschäftigt ihr euch ja hauptsächlich mit Digitalisierung, sage ich mal. Aber ich habe mal so ein Buch gelesen, das hieß es eigentlich, Digitalisierung ist das ja Zusammenbringen der Menschen eigentlich. Ne? Es geht ja nicht so sehr um Technik, sondern um Entlastung des Menschen. Es ist die Frage, warum ist das bei uns in der Wasserwirtschaft so wichtig? Was bedeutet das für euch, das Wort Digitalisierung? Wie würdet ihr das definieren für euch? Also ja, ich sage erstmal, wie wir es nicht definieren für die Wasserwirtschaft. Wir definieren für die Wasserwirtschaft nicht so, wie es viele Branchen machen, als Geschäftsmodell. Das ist nicht unser Thema, dass Digitalisierung ein Geschäftsmodell für andere ist. Das ist natürlich schon so, dass Firmen die Wasserwirtschaft gerne entdecken sollen, auch als großen Markt, und dann ihre Chance nutzen. Aber unser Auftrag ist vor allen Dingen darin, dass wir sicherstellen wollen, dass, was die Wasserwirtschaft will, die Daseinsvorsorge sicherstellen. Und da sind wir überzeugt davon, dass die Komplexität, die im Moment in der Wasserwirtschaft da ist, sind wahrscheinlich alle Zuhörenden sind da Experten, ne? Also der Klimawandel, die Klimaanpassung vor allen Dingen auch. Dann das Thema, was aktuell ganz groß ist, Energieeinsparung. Man steuert eine Kläranlage nicht mehr auf einen Parameter, also einen stofflichen Parameter, sondern muss auch viele, viele andere Parameter auch ausgesteuert werden. Und da hilft die Digitalisierung total. Dann kommt der Fachkräftemangel dazu, der überall da ist. Die Wasserwirtschaft dann, ich sehe das Bild im Hintergrund bei dem Klaus, wo das Mädchen sich die Nase zuhält. Ja, Wasserwirtschaft stinkt. Nein, tut sie nicht. Wasserwirtschaft bietet auch dank der Digitalisierung durchaus attraktive Arbeitsplätze, die sich auf 8 Stunden fokussieren und wo ich dann eben auch tatsächlich auch Homeoffice in Teilbereichen machen kann. Das sind also Chancen. Durch Roboter kann schwere Arbeiten entlastet werden. Also wie gesagt, Digitalisierung also ist eine Riesenchance, Komplexität zu beherrschen, auch in Zukunft die Wasserwirtschaft leistungsfähig zu halten, auch wenn jetzt ein Generationswechsel da ist und junge Leute oder neue Leute halt gebraucht werden. Wird uns auch einfach helfen, Dinge auch im Klimawandel Kontext. Wir sprechen von Echtzeitwasserwirtschaft. Ne, Starkregenereignisse vom letzten Sommer zeigen das ja, wie wichtig das ist, dass sehr schnell Daten da sind. Die sind nicht mehr in Excel und in einem Monat interessant, sondern sie sind jetzt und in diesem Moment interessant. Und das sind alle Chancen der Digitalisierung, die wir ganz, ganz stark sehen. Okay. Das heißt, da geht man dann auf allen Ebenen voran, ne? Ja. So, dann habe ich hier eine Frage mir eigentlich aufgeschrieben. Wie ist denn unser aktueller Stand? Klaus, einmal kurz, ja, stopp. Daniel, ja. Lass doch auch nochmal Stefan erklären, was er so unter dem Begriff versteht. Okay. Unter dem Begriff der Digitalisierung. Genau, also das hat mich jetzt ein bisschen kalt erwischt tatsächlich. Also wenn man mal über Digitalisierung überlegt, dann kommt das ja eigentlich von Digit oder digital, also binär. Im Grunde genommen die Sachen, die man hat, irgendwie in Binärdarstellung umwandeln. Das ist so meine Vorstellung von Digitalisierung. Das heißt, was habe ich denn eigentlich? Und in der Wasserwirtschaft, ja, habe ich vielleicht Daten, Dinge, die ich mir sonst irgendwie analog aufgeschrieben habe, Dokumente, aber auch Sensorwerte. Und wenn ich das jetzt irgendwie digital habe, also dann kann ich damit, dann spricht wahrscheinlich der Informatiker aus mir, der sofort leuchtende Augen kriegt, wenn er Sachen halt nicht analog hat, sondern digital, weil dann kann man damit nämlich schöne Sachen machen. Dann kann man sich mit wenig Arbeit da interessante Informationen rausziehen und Wertschöpfung betreiben. Ich glaube, das ist so für mich Digitalisierung. Also Dinge systematisiert darstellen und dann daraus Abläufe erkennen und steuern. Genau, also im Grunde Informatik steht ja auch für Informationsmathematik, also irgendwie Mathematik mit Informationen betreiben. Und das macht mir natürlich in dem Sinne Freude. Das kann ich aber nur tun, wenn die Daten irgendwie so vorliegen, dass ich damit auch arbeiten kann. Und ja, deswegen möchte ich die Digitalisierung natürlich in dem Sinne vorantreiben, weil dann kann ich auch mehr mit diesen Daten machen. Klaus, welche Frage hattest du jetzt? Ja, meine Frage war gerade, wie ist denn der Stand jetzt?
wenn man das so mit anderen Branchen vergleicht, wir reden von der Wasserwirtschaft, in der wir uns ja bewegen, Abwasser, aber auch Trinkwasser. Wie ist denn unser Stand bei der Digitalisierung aus eurer Sicht? Wir hatten ja schon mal darüber geredet, aber wie seht ihr das? Wo sind die? Also das ist tatsächlich gar nicht so eine neue Frage, sondern da wird tatsächlich auch Forschung zu betrieben. Also diese Forschung, wie weit ist die Wasserwirtschaft im Punkt Digitalisierung? Damit haben sich schon einige beschäftigt. Und zum Beispiel der Professor Marc Oehlmann an der Hochschule Ruhr-West, der hat den Digitalisierungsindex für die Wasserwirtschaft sozusagen entwickelt mit seinem Team. Und die sind auch also das kann man jetzt natürlich nicht in drei Sätzen zusammenfassen, aber die sind auch so zu dem Schluss gekommen, dass die Wasserwirtschaftsunternehmen zwar schon einen weiten Weg zurückgelegt haben, auch mit Thema Digitalisierung, aber dass noch in einigen Bereichen auf jeden Fall Nachholbedarf besteht. Und es gibt auch noch zum Beispiel die Hochschule Hof, hat so eine Metastudie durchgeführt, auch zum Thema, wie weit ist da die Digitalisierung in den deutschsprachigen Ländern. Und da war auch das Fazit so, dass halt Digitalisierung zu einem festen Bestandteil geworden ist. Also es ist nicht mehr wegzudenken, das sehen wir auch selber so. Also das ist jetzt da, das ist jetzt kein kurzfristiger Trend, der morgen wieder verschwindet. Aber man muss auch sagen, dass es andere Branchen gibt, die zum Teil schon einen Schritt weiter sind. Und da müssen wir jetzt natürlich dann ein bisschen hinten anschieben, dass wir da aufholen oder vielleicht sogar überholen. Das wäre natürlich auch schön. Das erinnert mich wieder an meine Jugend, da hieß es immer, überholen ohne einzuholen. Das ist so ein Ostspruch. Naja. Aber was sind jetzt die Schwierigkeiten, die daraus entstehen? Also wir wissen jetzt ungefähr grob, wo wir stehen vielleicht. Diese Studie vom Herrn Professor Müller-Tschügern kenne ich übrigens, da habe ich selber mitgearbeitet noch. Vor 5, 6 Jahren habe ich 4, 5 Fragebögen sogar selber mit Kunden von mir bearbeitet für diese 4.0 Forschungsprojekt, was er da macht. Und das war schon ganz schön, ich kann mal berichten aus den, also wir haben da eine halbe Stunde gesessen und Fragen beantwortet zu verschiedensten Themen, die da gestellt werden. Zum Beispiel, wie viele Pumpwerke haben Sie schon am Leitsystem angebunden, stand da drin, oder haben Sie schon ein Betriebsführungssystem und so weiter. Das wurde da alles gefragt. Und das war Teil dieses Forschungsprojekts, was er da gemacht hat. Und das war schon erschreckend, wie wenig teilweise dann die Kommunen da eigentlich, die wussten das theoretisch gar nicht, wie viel Bauwerke da angeschlossen sind und so weiter. Also das ging dann auch so, dass man viele Fragebögen dann zurückstellen musste und erstmal recherchieren musste und so. Und das war schon ein bisschen, ja. Sind wir heute schon ganz schön einen Schritt weiter, ne? Also wenn man das so wahrnimmt oder? Also ich sag mal bloß von wo ich unterwegs bin, da sind, glaube ich, fast alle Pumpwerke am Leitsystem mit angebunden. Also da habe ich jetzt nicht mehr so diese Fragezeichen dann in den Augen, die jetzt Klaus gerade beschreibt bei sich. Vielleicht ist es auch schon 5 Jahre her jetzt, wenn alle, wahrscheinlich sind jetzt alle total digitalisiert. Ich glaube es zwar nicht so ganz, aber genau, also von daher ist ja die Frage, wie wir jetzt weiterkommen. Wie geht ihr denn das an? Was sind die Schwierigkeiten dabei? Weil das ist ja ein mega riesiges Thema, ne? Digitalisierung und so weiter. Oder wie zerteilt ihr den Elefanten da in kleine Stücke und geht das Thema an? Ja, also ich sag mal, was wir auf jeden Fall feststellen, ist, dass es unterschiedliche Geschwindigkeiten gibt, wie in jedem Prozess immer, ne? Auch in der Branche, in der Wasserwirtschaftsbranche, ob wir über die vierte Reinigungsstufe gesprochen haben oder jetzt auch über die Digitalisierung sprechen. Eine Erkenntnis, die der Marc Oehlmann halt auch hatte, ist, es hängt auch sehr, sehr stark an Leitfiguren. Ich nenne das jetzt mal so, also wenn ein Geschäftsführer digitalisierungsbegeistert ist, weil er vielleicht an seinem eigenen Computer Spaß hat oder aus anderen Gründen, vielleicht auch, weil er strategisch überzeugt ist, dass es notwendig ist, dann geht das schneller voran mit der Digitalisierung als da, wo man ja relativ träge ist und die Hindernisse höher wertet, als das andere tun. Und was sind Hindernisse bei einigen? Also ein Thema ist, was wir immer hören, Zeitmangel. Da nenne ich immer ganz gerne auch mal Anspruch, ja, wenn ich natürlich nicht die Zeit habe, den Hammer zu holen, dann kriege ich den Nagel auch nicht eingeschlagen. Das ist einfach so. Und man hat den Zeitmangel, weil man noch an analogen alten Prozessen vielleicht auch hängt. Also einer der Gründe für den Zeitmangel. Man sieht dann den Charme der digitalen Lösung nicht und hat nicht die Zeit, sich damit auseinanderzusetzen. Auch weil man Vergabewege scheut, weil man auch unsicher ist.
Ne? Da ist das Regelwerk der Fachverbände ist an der Stelle nicht so weit. Ich glaube nicht, das Muster, ich nehme das Regelwerk und kopiere das und mache das dann so, sondern ich muss mich orientieren. Orientieren heute in einer Zeit, wo, ich sage mal, für eine digitale Frage kriege ich Google, spuckt mir weiteres 100 Antworten aus. Hm. Wie soll ich jetzt wissen, welches die richtige ist und dann auch noch jemanden davon überzeugen? Da sind also ganz klar Hindernisse, die da sind, was eben neu ist, eine hohe Geschwindigkeit hat. Ich kann nicht erst ein Regelwerk machen, 3 Jahre warten und dann kaufen, sondern ich muss sofort dabei sein. Das ist ein Punkt. Ein anderer Punkt, der oft genannt wird, den ich jetzt aber ja, nicht richtig finde, dass gesagt wird, je mehr Digitalisierung, desto mehr Cyberrisiken. Ihr, auch ihr, KDW, sagt, ja, Cyberrisiko müsst ihr sehr ernst nehmen. Stimmt. Aber das kommt jetzt nicht durch die Digitalisierung, im Gegenteil. Ich glaube sogar, dass neue digitale Lösungen sicherer sind als vieles Alte, was noch da ist. Wenn ich das jetzt gerade höre, die Pumpen, die sind vielleicht angeschlossen. Das ist ja das höchste Risiko. Ich weiß es noch nicht mal. Ich weiß nicht, ob die möglicherweise einen digitalen Zugang haben. Da sind die Risiken ganz klar da. Ja, wie wollen wir das durchbrechen? Wasserwirtschaft ist eine Familie. Das kann ich sagen nach 30 Jahren. Ja, Berufserfahrung in der Wasserwirtschaft. Da kann ich auch sagen, die steht nicht in Konkurrenz. Warum nicht wir? Wenn nicht wir, wer dann? Ne? Man muss nur tatsächlich das Thema stärker verankern und eben auch, und das ist unser Versuch vom Kompetenzzentrum her, eben auch wirklich niederschwellig Angebote machen. Mit den Early Birds, das war ja eben die Frage, und kann ich auch jeden, der jetzt zuhört, nur einladen, dazu zu kommen, wenn das Thema für ihn interessant ist. Und wenn nicht, dann ist es vielleicht auch interessant, man weiß es vorher noch nicht. Mhm. Ist ein niedriger Einsatz, ein hoher Wert. Also Donnerstag morgens 9 Uhr. Wir haben eine Webseite. Wir schreiben das mal in unsere Shownotes, so nice das hier. Da schreiben wir mal eure Adresse drunter und wie man da hinkommt. Lass mich nochmal auf dieses Zeitmangel eingehen. Ich will mal vielleicht aus meiner eigenen Praxis berichten. Ich habe meinen Kollegen gehabt, der hat gesagt, wir müssen bei uns in der Firma so ein CRM-System einführen. Hat jetzt nichts mit Wasser zu tun, ne? Aber der hat immer gesagt, wir müssen das einführen. Da habe ich immer gesagt, was bringt das denn? Mach mir mal eine Aufstellung, was das jetzt bringt. Wirtschaftlich knallhart, ne? Als Firma so, ne? Und ich habe die Erfahrung gemacht, man muss sich manchmal auch einfach ausprobieren und so weiter. Und ich habe dann einfach gesagt, jetzt hast du mich so lange genervt, jetzt machen wir es halt mal. Und ich bin heute so begeistert davon. Das hat dazu geführt, dass ich mich mal ein ganzes Wochenende hingesetzt habe selber und einfach nur gegoogelt habe, was kann ich denn noch alles digitalisieren? Was gibt es denn noch, wie ich Geschäftsprozesse digitalisieren kann? Zum Beispiel schreibe ich ein Fahrtenbuch für mein Auto. Ne? Und das hat mir immer so viel Zeit gekostet. Und jetzt habe ich bei mir im Auto so einen Stecker, dann kriege ich die Fahrten digital auf mein Handy drauf. Und auf einmal kann ich einfach ein paar Klicks machen und dann ist das Fahrtenbuch geschrieben. Sensationell. Das hat mir 4 Stunden Freiheit geschenkt. Also nicht Zeitmangel, sondern das bringt mir Zeit. Und das ist so ein Mindset, was man gewinnen muss, was mich total begeistert hat. Und da sind bestimmt noch ganz viele Sachen bei uns in der Branche, die einfach noch nicht angegangen sind. Ne? Ich weiß nicht. Habt ihr solche Erfahrungen, Stefan, habt ihr solche Erfahrungen bei euch auch gemacht, dass ihr mal so ein Feedback von euren Leuten gekriegt habt? Danke für die Anregung oder so? Oder? Also natürlich, die Leute kommen ja immer wieder. Also es ist jetzt nicht so, dass sie zu uns kommen, sich das anhören und dann denken, ja, okay, war ganz nett, aber das bringt mir ja nichts und so. Ne? Sondern wir merken natürlich, die sind dann entweder beim gleichen Thema oder halt zum nächsten Thema wieder da und hören auch wieder aufmerksam zu. Und wir haben natürlich auch dann öfter mal irgendwie, saß jemand dabei, hat in dem Early Bird vielleicht einen interessanten Beitrag gesehen, ein spannendes Digitalisierungsprojekt. Und dann sitzt der vielleicht ein Jahr später auch bei uns dann und referiert dann zu dem gleichen Thema. Und dann kann eventuell die das als erstes quasi darüber berichtet hatten, die können dann vielleicht wiederum dann daraus lernen, was die anderen beim zweiten Mal gemacht haben. Mhm. Also die haben vielleicht dann Dinge anders gemacht und die kannten ja schon, die wussten ja schon, wie die, also ich bin gerade ziemlich auf der Meta-Ebene, das wird jetzt immer komplexer, habe ich das Gefühl, aber ich glaube, ihr wisst, was ich damit sagen wollte. Mhm. Also
Ja, ich denke mal, das kriegen jetzt, also wir sind ja noch nicht so lange am Start, also das ist ja nicht so eine lange Zeit, aber wir kriegen das jetzt schon mit, dass die Leute davon profitieren und ja, so ihre eigenen Projekte dann umsetzen mittlerweile. Muss halt auch über Erfolgsgeschichten berichten sozusagen, dass man zeigt, guck mal, das hat was gebracht und so weiter. Wir haben ja auch das Thema Social Media. Also ich kann euch gar nicht erklären, wie auch dieser Podcast, ne, wie viel Kontakte und neue Mitarbeiter wir auch dadurch auch gewonnen haben oder auch mal einfach neues Wissen und so weiter, was man sich dadurch aneignet, um auf diesen ganzen Kanälen unterwegs zu sein, wo man auch nicht, gar nicht so wirtschaftlich bewerten kann, was das alles wert ist, weil das so komplex ist, das Thema, ne? Ja. Also wir merken das auch wirklich deutlich. Jetzt nochmal wieder, wenn wir in die Gespräche kommen, auf der Meta-Ebene, dann tatsächlich, wie war das, dass dann auch eine Begeisterung dafür ist, ne? Weil man hat es gesehen und gerade die Anwender-Stories, die bei uns vorgetragen werden, wir haben nicht die Vorträge wie bei einer wissenschaftlichen Fachtagung, sondern wir am liebsten eben wirklich von Anwendern oder auch dein Vortrag, Thorsten, der ist sehr gut angekommen, wirklich aus der Praxis, hast das gezeigt, wie du da den Sensor in den Kanaldeckel reinsetzt. Das sind Dinge, die Praktiker auch wirklich interessieren, das nehmen die wahr und dann glaube ich, bin ich auch überzeugt davon, die fangen dann eben genauso wie du an zu googeln, was kann ich denn noch alles digitalisieren. Genau. Und es geht doch. Das ist ja die Message, die wir auch setzen. Es geht doch. Auch mit im Übrigen Workshops, die wir auch anbieten. Der Stefan macht das mit dem Fadi zusammen, auch zum Beispiel Sensor zur Visualisierung. Wir haben das war schwer, Raspberries gekauft Ende des Jahres. Also der Markt ist ja weg, ne? Die gibt es ja eigentlich gar nicht mehr. Wir haben aber welche. Und da dann ein Sensor-Kit angeschlossen und wir machen jetzt Workshops zu sehen. Also auch erstmal hier, ihr habt da 5 Teile, damals für 50 Euro, heute kosten 150 Euro. Und ihr könnt damit zum Beispiel Sedimentprofil ergreifen. Mhm. Das ist nichts Schwieriges, das macht Spaß, das geht und ihr habt sehr schnell einen Erfolg. Mhm. Also lasst euch da nicht veräppeln, wenn einer sagt, wir wollen ein Sensorprojekt machen, dass das ganz, ganz kompliziertes ist. Das ist es nicht. Ihr könnt das verstehen und ihr könnt auch eine Ausschreibung machen und eine Aufgabe. Ja, jetzt ist die Frage ja, wenn die Leute motiviert sind, also ihr könnt ja zu euren Early Birds da einfach mal reinschauen, das kann man ja relativ schnell machen. Mhm. Aber ich sag mal, ihr macht ja auch so Veranstaltungen, wo man euch mal treffen kann, oder? Mhm. Ich bin jetzt eingeladen von euch, im Mai ist das, ne? Ihr nennt das Z-Zoom? Z-Warn. Z-Warn, Entschuldigung, Mensch, ich hätte mal aufschreiben sollen hier. Okay, erklär doch mal, was das ist und wie man da mitmachen kann. Also ja, was ihr da erreichen wollt, was man da vielleicht auch erleben kann, wenn man da dabei ist. Also die Z-Warn ist unsere erste eigene Messe und gleichzeitig auch unsere erste eigene größere Präsenzveranstaltung. Also wir hatten schon trotz Corona auch ein paar Präsenzveranstaltungen durchgeführt, zum Beispiel halt wie die Workshops, von denen Ulrike gerade gesprochen hat. Aber die Z-Warn ist jetzt wirklich eine Nummer größer. Also da haben wir auf Zeche Zollverein einige Gebäude angemietet für diesen Zeitraum. Also das ist eigentlich explizit genau der 4. Mai. Da kann jeder kommen, das ist kostenlos. Entsprechend rechnen wir mit vielen Teilnehmenden und haben auch schon viele Anmeldungen. Gibt es zum einen halt viele wissenschaftliche Vorträge, aber zum anderen haben wir auch einen Ausstellerbereich, also unsere Ausstellerplätze sind restlos ausgebucht, also wird entsprechend viele da sein, die dann aber auch ihre Lösung vorstellen. Dann bieten wir noch, das nennen wir Sessions, also das wird dann so, wir haben zu 8 Themen, zum Beispiel Funktechnologien oder halt zu KI im Kanal oder Kanalinspektionen haben. Ich weiß gar nicht, wie haben Sie das jetzt genannt? Innovation im Kanal. Genau, Innovation im Kanal ist zum Beispiel eine Session. Muss ich ja Werbung für unsere Session machen. Genau. Ich darf ja eine sogar moderieren, habe ich heute erfahren. Und Innovation im Kanal und das wird sensationell. Also wer mal Lust hat, mich mal persönlich zu treffen oder ich würde mich freuen, wenn auch ein paar kommen. Nicht, dass ich dann alleine im Raum da stehe. Das würde ich mich freuen. Und wir mal schauen, ob wir das hinkriegen, dass wir da so eine Drohne durch so einen Kohlestollen da. Wie sagt man?
sagt man das? Nicht irgendeinen. Also Zeche Zollverein, Stefan Spaß an, Welterbe in Essen. Also an sich schon ein Erlebnis wert, aber es ist natürlich umso werter, weil wir dann auch unsere Messe und Tagung haben am 4. Mai. Und tatsächlich ist es sogar die letzte Gelegenheit, den Schacht, der da ist, der 1000 Meter in die Tiefe geht, zu erleben, weil der gerade verfüllt wird, weil der Bergbau ist auch tatsächlich in Nordrhein-Westfalen vorbei. Also das wird spannend. Und wenn der Klaus da mit der Drohne in den Schacht fliegt, umso besser. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Ich bin ja gespannt, wie das, wie viel denn wirklich da kommen. Ja. Und ich glaube, das ist eine gute Möglichkeit mitzumachen. Ansonsten habt ihr auch noch so eine Community, habe ich gesehen. Bin ich jetzt auch irgendwie Mitglied geworden? Genau. Ja, ich hatte tatsächlich die Tage festgestellt, dass du mir eine Freundschaftsanfrage geschickt hast. Aber ja, klar. Der Klaus ist jetzt auch in unserer Community am Start. Also vielleicht für die Zuhörenden dann. Das ist so eine Art, das ist so ein bisschen aufgebaut, glaube ich, weitestgehend wie Facebook, wenn man jetzt den ersten Einblick hat. Das ist so quasi so eine Art Social Media, aber für die Wasserwirtschaft. Also da haben wir so unseren eigenen geschlossenen Bereich, sage ich mal. Also man muss sich zumindest registrieren, damit nicht jeder einfach so drauf kommt und da irgendwas kommentiert, sage ich mal. Aber da posten wir halt im Nachgang zu unseren Early Birds rein, was haben wir diskutiert, was wurde besprochen, aber auch wir zeichnen die Vorträge meistens auf. Die sind ja zum Beispiel auch im Nachgang zu sehen. Das heißt, wenn jemand den Termin nicht wahrnehmen konnte, dann kann er den sich da im Nachgang trotzdem anschauen und dann, wenn er Fragen hat, auch einfach drunter kommentieren. Die Referenten sind in der Regel halt selbst angemeldet in dieser Community und antworten dann halt auch auf diese Fragen. Und dadurch haben wir natürlich einen niederschwelligen Austausch und man kann sich natürlich gegenseitig folgen und schauen, was man so gegenseitig macht, so wie das halt in Social Media, wie man das da gewohnt ist im Grunde. Also wir haben das tatsächlich auch in Räume ein bisschen gegliedert. Ne? Also Praxiserfahrung ist ganz wichtig, das ist der stärkst besuchte Bereich. Es fängt auch langsam an, dass also auch andere Beiträge dort reinschreiben, das heißt Beitrag, also eine Seite, dass man auch wirklich sein Projekt, was man hat, dort vorstellt, der Community vorstellt und dann dadurch auch in Dialog kommt. Das ist unser Ziel, dass wir da möglichst viele erreichen. Ich sage jetzt mal auch, DWA hatte mal die Steckbriefe für Digitalisierungsprojekte. Wir bieten es jetzt sehr formlos an. Kann jeder reinschreiben, was er will. Also wir achten natürlich schon ein bisschen auf Stil, ne? Und dass da kein Spam entsteht. Hat aber bis jetzt gut geklappt und da kann ich nur einladen. Also das heißt community.kdw-nrw.de, da reinzugucken. Ne? Und eben sowohl die Veranstaltungsnachlese, wir gucken auch durch. Ne? Wir sind auch sehr stark in den sozialen Medien unterwegs. Wir gucken auch, was der Abwassertalk zum Beispiel macht. Und wenn dann ein digitales Thema ist, schreiben wir das natürlich auch da rein, dass wir da hoffentlich im Sinne aller eine gute Sammlung von Praxisbeispielen, auch von Forschungsprojekten etc. pp. Haben und immer wachsen lassen und moderiert durch uns, dass das nicht zu wild wird. Aber ist mit Verschlagwortung, findet man sich da sehr schnell zurecht. Wie viele Leute machen denn das? Ich kenne jetzt euch beide und noch den Herrn Nitschak irgendwie. Ajamian, ja. Genau. Und wie viel seid ihr dann insgesamt? Also wir sind 3 Vollzeitkräfte, der Stefan, der Fadi und ich. Und dann haben wir noch 3 Teilzeitkräfte, die viel, ich sag mal, im Backoffice machen. Wir machen ja sehr, sehr viele Veranstaltungen und das muss einfach auch gemanagt werden, auch wenn sie nur virtuell sind und plus das Geschäft muss geführt werden. Klar. Und noch 2 Werkstudenten, die bei uns sind, die sich auch sehr stark um die Kommunikationsschiene kümmern. Kann man sich da denn auch noch beteiligen, wenn man jetzt jung und dynamisch wäre und der Ober-ITler, dann muss man sich bei euch melden oder wie ist das? Ja, ich sag mal, im Moment ist der Haushalt ausgereizt, ja, aber ich sag mal, was attraktiv sein kann, ist sicherlich auch eine Bachelorarbeit bei uns zu machen, wenn da einer da ein Interesse hat, da sind wir hoch interessiert dann auch. Ne? Wir haben jetzt einiges zum Sicherheitsthema am Laufen, wo wir auch Interviews führen wollen, wenn uns da einer im Rahmen seiner Bachelorarbeit unterstützen will, gerne. Ne? Und die Kontakte sind ja gut zu den Hochschulen, auch im Ruhrgebiet, aber nicht nur, ne? Hof ist zum Beispiel auch immer bei uns dabei. Nee, zu Hause durchdigitalisieren oder in Norwegen Urlaub ohne Handy? Das fragt man den Stefan. Genau, Stefan.
Wie ist das? Ja, gut. Kommst du eine Woche ohne Handy klar als Digitalisierungsexperte? Das ist eine gute Frage eigentlich, oder? Ja, also bei Norwegen, ich glaube, deswegen gibt Ulrike das auch an mich ab, weil Ulrike weiß ja, dass ich passionierter Angler bin. Okay. dann lasse ich das Handy natürlich gerne liegen und würde da lieber mit dem Boot im Fjord rumfahren. Also ich glaube, das kennt jeder von uns, dass das auch zu viel werden kann mit der ganzen Digitalisierung, dass man dann auch mal abschalten muss. Vielleicht auch mal einfach mal ein Buch zur Hand nehmen und lesen. Man merkt auch, dass das einem ganz gut tut und ohne dass einem da was fehlt. Also ich glaube, ich habe Digitalisierung jetzt Vollzeit im Job. Dann nebenbei studiere ich ja auch noch ein bisschen. Ich bin ja noch an der Fernuni Hagen eingeschrieben. Da habe ich dann auch noch entsprechend viel Themen mit Informatik und so weiter. Und dann natürlich kommt noch die Social Media dazu, die man ja einfach so konsumiert, auch wenn man das vielleicht gar nicht unbedingt immer so will. Aber ja, deswegen, ich glaube, da bin ich genug versorgt mit Digitalisierung. Da kann man auch mal eine Woche abschalten. Wenn du das jetzt sagst, Buch lesen, ne? Jetzt fällt mir nämlich der Buchtitel wieder ein, was ich vorhin erwähnt habe, das mich damals so radikal motiviert hat, mit dieser Digitalisierung auch noch mehr loszulegen. Und zwar hieß das Radikal Digital. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber das erklärt eigentlich mal von vorne bis hinten, wie man als Führungskraft in einem Unternehmen mit Digitalisierung umgehen sollte. Und da wird dann halt erklärt, dass es eigentlich dazu ist, um Menschen zusammenzubringen und wie man das einführen sollte. Und das hat mich damals begeistert. Das ist so eigentlich das Buch, was ich am meisten weiterempfohlen habe bisher in meinem Leben. Und das kann ich euch eigentlich auch nur empfehlen. So, fände ich ja eigentlich cool, wenn man so Literaturempfehlungen dann auch bekommt von euch. Also das, genau, das gucken wir auch, nehmen wir auch direkt auf. Könnte man in die Community einen Beitrag über dieses Buch schreiben, euch, und sagen, das ist doch mal was man lesen sollte. Ja, das fand ich auf jeden Fall toll, das Buch. Gerne. Ne? Wir haben also auch in der Community einen Space, so heißen die Räume da, Räume, Space, wie auch immer, Lesetipps und Podcast. Sind wir tatsächlich. Soll ich da jetzt einen Beitrag schreiben oder wie? Ja okay, das mache ich noch. Lesetipps und Podcast, okay. Radikal digital. Weil da ist unser Plan eben auch, dass wir sowas dann zusammenstellen, was uns auffällt, was anderen auffällt. Da kann eben auch jeder möglichst selber reinschreiben. Und wenn man dann mal digital im Urlaub doch nicht lesen will, sondern hören will, dann kann man Klaus Jilk anschalten oder wen auch immer. Also da suchen wir recht breit aus, was es da gibt. Und ich glaube, hoffe, dass das attraktiv ist und jetzt gerne auch nach diesem Podcast noch stärker genutzt wird. Ja. Ja, ich freue mich ja schon auf den Mai, dass ich da dazukomme. Und euch mal alle persönlich treffen, ist ja auch mit diesem Corona dann wieder vorbei, hoffentlich, und dass wir dann wieder mehr auch persönlich referieren können. Nichtsdestotrotz wird auch das bleiben, dass wir uns natürlich digital abstimmen und so weiter. Ja. Nochmal gerne dann auch, wenn es euch im Chat steht, die Einladung auf unsere Webseite, gibt es auch eine Veranstaltungsseite und dann eben zu der Z-Bahn. Ich bin gestern schon belehrt worden, dass man Z eigentlich nicht mehr benutzen darf, den Buchstaben. Warum darf man den nicht mehr benutzen? Wegen dem Russlandkrieg, weil die russischen Panzer mit Z gekennzeichnet sind. Aber bei uns steht das Z tatsächlich nicht für Vergangenheit, sondern für Zukunft, für eine positive Zukunft, und steht auch in unserem Messetagungstitel, weil wir eben auf der Zeche Zollverein sind. Ja. Also deshalb da nochmal wirklich gerne, sind alle eingeladen, wir sind nicht auf Nordrhein-Westfalen begrenzt, und ich glaube, das wird ein super Event, auch durch alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die da sind und die sich dann zu den verschiedenen Themen auch treffen können, zu Security, zu Kanal, zu Funknetztechnologien, zu Transformation ist auch ein wichtiges Thema. Ne? Noch eine andere. Jetzt schauen wir mal in die Zukunft noch. Wie sieht denn aus eurer Sicht, wenn wir jetzt 10 Jahre in die Zukunft gucken, wie sieht denn da die Wasserwirtschaft aus, wenn ihr mal so ein Bild zeichnen wollt? Ich sage mal, ganz ehrlich, am liebsten so wie in der Vergangenheit, genauso leistungsfähig, wie sie war, dass sie den Anspruch auch weiter erfüllen kann, und das wird sie können, wenn eben die Digitalisierung tatsächlich genutzt wird mit all ihren Chancen, nicht mit den Hypes, ne? Da geht es nicht drum. Ne? Wir müssen nicht die Größten, die Schönsten und die Besten der Bewegung sein, sondern wirklich das alles nutzen, was gut für die Wasserwirtschaft ist, und da wird vieles sein. Wir werden auch über die ganzen Algorithmen, die Daten, die jetzt da sind, mehr lernen. Ne?
Ich bin jetzt nicht, habe ich eben nicht verraten, ich habe nicht Wasserbau studiert, sondern Chemie. Und ein Ingenieur hat ja zu Recht auch einen Anspruch, dass er vieles weiß und versteht. Aber künstliche Intelligenz kann noch neue Erkenntnisse liefern, da bin ich überzeugt. Und deshalb glaube ich, dass auch in 10 Jahren die Wasserwirtschaft in Deutschland so gut aufgestellt ist, wie sie heute aufgestellt ist. Stefan, wie siehst du das? Also ich, wenn du sagst in 10 Jahren, also ich denke mir auch, so viel soll sich ja gar nicht verändern. Also wir wollen ja eigentlich im Grunde genommen gar nicht, dass sich alles verändert, sondern die Digitalisierung soll ein Stück weit auch dazu beitragen, dass Dinge so bleiben können, wie sie sind. Und zum Beispiel diese Wasserversorgung in Deutschland, also ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich mal kein Wasser zu Hause hatte und so. Und ich glaube, dass Digitalisierung dabei dazu beitragen kann, dass das auch in Zukunft eine verlässliche Versorgung sichergestellt ist. Es gibt ja immer neuere Themen. Also es gibt ja auch so Themen wie, weiß nicht, dass jemand irgendwie sich in ein Klärwerk theoretisch reinhacken könnte oder so. Und das sind auch so Themen, da muss man natürlich auch eine gewisse Awareness schaffen. Das ist auch so ein Thema der Digitalisierung, dass man die Leute über solche Dinge auch informiert. Weil ja, ich möchte sauberes Trinkwasser haben und nicht Trinkwasser, das aus einem gehackten Klärwerk rauskommt. Und genau, deswegen, also wie gesagt, wir wollen gar nicht, dass sich alles verändert, aber vielleicht soll die ein oder andere Tätigkeit könnte auch ein bisschen spaßiger werden, wenn man dann vielleicht da interessante Technologien benutzen kann, wie, weiß nicht, so Augmented Reality-Brillen oder so. Könnte ich mir vorstellen, dass dann die Digitalisierung auch ein bisschen mehr Vielfalt auch noch reinbringt in die ein oder andere Tätigkeit. Also das könnte ich mir vorstellen, ja. Ja, es ist doch ein schönes Endwort zu dem Ganzen. Wenn ihr alle mal mitdiskutieren wollt, ich freue mich drauf, dass wir uns zu dritt auf jeden Fall, Daniel, weiß ich jetzt nicht genau, den können wir auch noch einladen. Der ist übrigens mit von den Kindern hier abgelenkt worden, deswegen konnte er nicht mehr mitquatschen. Er hat 2 Zwillinge, ich weiß gar nicht, ob er es schon mal erzählt hat. Das muss er dann beim nächsten Mal nochmal selbst ausführen. Immer ein rotes Licht. Vielleicht ist das die Alarmleuchte. Ich weiß es nicht. Sein Ton ist auf jeden Fall aus. Also es ist auf jeden Fall ein schönes Schlusswort. Ich bin gespannt auf die Diskussionen im Mai. Ich würde mich freuen, wer hier zuhört, wenn ihr da auch dabei seid. Sprecht uns mal drauf an und kommt natürlich in die Session Innovationen Kanal, ist ja klar. Und ich möchte euch beiden danken, dass ihr dabei wart. Sehr gerne. Und Stefan. Ja, wir danken auch. Ich wünsche allen einen Top-Abend. Daniel, sind die Kinder wieder okay? Ja. Ja? Die Kinder habe ich jetzt verpflegt. Nee, ich habe... Musstest du eigentlich eine Windel wechseln jetzt? Nein. wir haben doch viele junge Zuhörer. Erklär mal, dass das das Beste ist, was von der Welt, eine Windel zu wechseln, oder? Ja, auf jeden Fall. Also ich kann das ja auch in doppelter Ausführung bestätigen. Das bedeutet, wahrscheinlich könnte ich irgendwie bei einer Weltmeisterschaft mitmachen. Wie schnell kann ich eine Windel wechseln? Also kannst du eigentlich 2 gleichzeitig, jeweils mit einer Hand? Nein. Dafür sind die zu mobil. Das ist totaler Quatsch. Oh Mann, geil. Ja, nee. Also von daher, es war ja heute auch relativ spontan. Musste ich da was helfen. Also nochmal sorry, aber ich bin ganz gespannt, was in der Zeit gesprochen wurde, wo ich nicht dabei war. Da ist Daniel genauso gespannt, wie ihr auf die Podcast-Folge immer seid. Und von daher gehen wir jetzt ins Wochenende, oder Daniel? Ja, wenn mal einfach was nicht passt, dann nehme ich einfach nochmal eine Audiospur auf und quatsch da einfach rein. Ich muss jetzt wirklich mal nachhören, nicht, dass du da zwischendurch was anderes reinquatschst. Ja, genau, jetzt musst du die auch nochmal hören. Das ist die erste Folge, die du hörst. Also in diesem Sinne, hast du noch irgendwelche letzten Worte, Klaus? Ja, Daniel, Pantarei, das Wasser fließt immer bergab. Wir hören uns. Ciao.